Hallo und willkommen zurück bei das schwarze Auge Satinovs Ketten. Ja, wir waren in der Magierakademie und haben mit Giacomo Nauta ein bisschen geplaudert. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum oder was ihn da ins Bein gebissen hat. Ich hätte gerne die Story mit dem Feenzahn gerne gehört, aber Geron wollte nicht. Von seinem Tisch habe ich hier das Zauberglas, aka Lupe und sicherheitshalber die Weinkaraffe entwendet. Ja, und auf meinem Rückweg hierhin zurück in unser lustiges kleines Häuschen, ja, haben wir hier, wie hieß er, keine Ahnung, auch egal, Olgier, keine Ahnung, unser Selbstmord gefährdeter Typi. Ja, er hat sich da selbst entleibt mit der Mistgabel und die haben wir uns dann auch mal sicherheitshalber mal mitgenommen, weil er würde sich halt sonst irgendwie in der Unterwelt dann doch irgendwie zum Gespött machen. So, hier haben wir das Bild. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Ja, ja, aber... Was steht hier geschrieben? Genau. Die Schrift ist winzig. Die Schrift ist winzig, dafür hast du hier dein Zauberglas. Da guck mal durch. Was steht hier geschrieben? Guck durch und lese. Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, da würde mehr stehen. Können wir das mitnehmen? Nee, können wir nicht. Ja, dann gehen wir mal wieder zu Giacomo Nauta. Vielleicht weiß der irgendwas. Ja. Olgier-Teaser. Ja. Tod. Mir Jacke wie Hose, wie er hieß. So. Sein Freund liegt hier auch rum. Alles tot und verschwunden und überhaupt nicht schön hier. Er sitzt da immer noch da drin. Ja, was es hiermit auf sich hat, weiß ich noch nicht. Durch zu den zugenagelten Fenstern müssen wir auch noch. Nicht da, da. So, ja. Tür auf, Tür zu. Giacomo, Giacomo, ich habe was rausgefunden. Wir müssen reden. Ja. Ganz alleine habe ich was rausgefunden. Rabenspitze zum Beispiel. Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwendling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist. Vielleicht findest du einen Hinweis in den dirografischen Werken der Bibliothek. Dirografisch? Was sind dirografisch? Bin gleich zurück. Ja, dirografisch. Mal schauen. Gibt's da was? Hier. Ja, und klar, Rabenspitze klingt natürlich nach einem Berg. Geographia, da. Sehr wahrscheinlich da, Rabenspitze, supi. Rabenspitze. Rabenspitze. Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Ja, Giacomo, erschreck mich doch nicht so. Mein Gott. So, können wir mit dir jetzt da drüber reden? Irgendwie? Wir müssen reden. Ja, ja. Kannst du mir... Nee, kann er nicht. Bin gleich zurück. Ja. Okay. Na gut, na gut, na gut. Was auch immer. Wir müssen ja schließlich noch hier durch diese Tür, beziehungsweise außenrum. Fest verriegelt. Hallo? Ja. Nein. Niemand macht auf. Niemand macht auf, genau. Das Gemach von Magister Eichwart. Ja, okay. Wo wir nicht wissen, ob er noch lebt oder nicht doch schon tot ist. Vielleicht hat er sich auch selbst entleibt. Deswegen gehen wir mal hier sicherheitshalber gucken. Kannst du da reingucken? So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Ja, dann mach mal auf da. Ja. Du sollst die zugenagelten Fenster hier, die Bretter abnehmen und nicht einfach reingucken. Wenn das so hier noch nicht mal irgendeine Taube auffällt, dann, dann mach halt hier viel besser. Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Ja, Alter, wenn da noch nicht mal eine Taube das da auffällt. Dann würde es doch hier ein Messer irgendwie klappen.
Damit ging's ja nicht. Das ist stabiles Holz. Ja. Soll's ja nicht das Holz selber, sondern hier die Nägel mehr oder weniger raus damit ziehen oder kaputt machen oder was auch immer. Können wir's anzünden? Ich muss diese Gedanken bekämpfen. Ugh. Können wir... Nein, hier mit dem Tonkrug dagegen hauen. Unsinn. Ich weiß immer noch nicht, wozu ich den da habe. Können wir hier die Weinkaraffe dagegen besser hauen? Besser nicht. Ach Gott, haben wir sonst noch was? Ja, dann hier versuch hier mit der Mistgabel das aufzustemmen. Ach, das geht. Na toll. Ja, deswegen, da hält noch nicht mal eine Taube auf, ne? Dafür bist du da aber ganz schön am Kämpfen mit dem bisschen Holz. So, was haben wir da? Ein Magierhut, ein Ungeheuer, okay. Notizen, Ungeheuer und Raben. Jede Menge Raben. Moment, da waren doch jetzt hier irgendwo Notizen. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Ja, nimm mal mit. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eos causa discimus. Ja, alles klar. Ich kann's nicht lesen, ist etwas zu weit weg. Tot, hoffe ich jedenfalls. Na, das überprüfen wir nochmal. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Nein, es ist, glaube ich, ein Alligator. Können wir hier aufschneiden? Ich hoffe lieber darauf, dass das Ding gar nicht erst erwacht. Du, das Ding ist ausgestopft. So, was haben wir hier in Magierhut? Ich habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Egal. Keine Ahnung. Ach, können wir mitnehmen? Cool. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Ja, ich bring dir das Ding wieder. Keine Angst. Quod dei benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eos causa discimus. Was? Sind das Zauberformeln? Eos causa discimus. Ja, okay. Alles klar. Magier? Magister Eichwart, was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hisinde, bewahre meinen Geist. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Ja, also Schlafentzug. Damit hier die doofen Krähen ihm hier sehr wahrscheinlich nicht irgendwie irgendwas... da schlechte Träume bringen und so weiter. Aber genutzt hat es ihm anscheinend nichts. Durch den Schlafanzug, Entzug irgendwie verrückt geworden. So, aber ja, das Artefakt haben wir jetzt aber trotzdem hier nicht gefunden. Oder ist es hier irgendwo drin? Nee. Ja, vielleicht hier in dem Ungeheuer und Georan will da nur nicht dran rumschnippeln. Gut, dann gehen wir mal hier zurück und fragen hier Giacomo Nauta von wegen hier. Was der Herr Magier denn da so die ganze Zeit von sich gibt? Wir müssen reden. Ja, Eos causa Gedöns. Was bedeutet Eos causa discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Hesinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Toll. Bin gleich zurück. Klasse. Ja. Bringt uns das hier irgendwie weiter? Haben wir jetzt hier irgendwas Neues?
Ach, hier haben wir auch irgendwas über die Rabenspitze. Dann gucken wir hier noch rein. Rabenspitze. Rabenspitze. Verdammt, irgendwo muss es hier doch etwas geben. Vielleicht in einem der anderen Regale. Naja, wir haben es ja schon im Geografika da gesehen. Da. Historia. Ja, da wird es ja auch nichts da drin stehen. Eigentlich wollte ich ein anderes Thema. Mathematika, da. Auf jeden Fall Rabenspitze drin. Viele Krähen ergeben. Mehr muss ich. Ja, ja, ist gut. So. Okay, da hilft uns nichts irgendwie weiter. So, was haben wir denn hier noch stehen? Ach, Eos-Tafel. Okay. Ist das da? Warum können. Ja, keine Ahnung. Okay, das ist grau, das ist grau, das ist grau. Und bitte. Halt. Wo? Da. Die Tafel klemmt. Wieso touchst du die auch an? Ich wollte die jetzt nochmal lesen. Dahinter muss ein Geheimfach sein. Ja, toll. Wie komme ich da dran? Können wir da den Magierhut draufsetzen? Ach nein. Nee. Kannst du den aufsetzen? Können wir den Giacomo Nauta aufsetzen? Vielleicht wird er dann in Hogwarts aufgenommen oder so. Damit wir wissen, in welchem Haus er dann unterkommt. Probieren wir mal. Was soll er dazu schon sagen? Ja, in welches Haus er kommt hier. Dann halt nicht. Dann geh halt wieder raus. Ach ja. Eos-Tafel. Die Tafel klemmt. Ja, ich weiß aber nicht warum. Können wir die kaputt machen? Das war eigentlich klar. Was klar war klar? Das war eigentlich klar. Ja, wie jetzt? Oder ist schon kaputt? Musst du ganz machen. Keine Zeit für Experimente. Ach, Alter, du regst mich auf. Können wir nochmal mit der Mistgabel hier drin rumstochern? Ich brauche ein Werkzeug, mit dem ich zwischen die Rillen komme. Okay, haben wir sowas da? Ansonsten, wie immer, Allzweckwaffe, Messer. Okay, damit geht's. Sieh an. Ja. Ein Schlüssel, toll. Und nu? Nun habe ich einen Schlüssel. Zu was passt der denn? Das muss ein Zauberschlüssel sein. Okay, Giacomo, Hilfe. Ich habe hier einen Schlüssel und ich weiß nicht, wozu der hingehört. Hier. Natürlich habe ich hier natürlich auch die Schrifttafel hier dabei. Das hier lag in einem Geheimfach. Wisst ihr etwas damit anzufangen? Nein, nie gesehen. Na toll. Hier? Das wird ihn kaum interessieren. Wieso? Er könnte es doch übersetzen. Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Ja? Hast du es jetzt schon umgedreht? Okay, das ist eine 3. Das ist eine 1. Eine 5? Das da? Was könnte das denn darstellen? Eine 0? 5013? Was soll das denn? Oder ist das 51213? Also 51213. Nee, kann ja auch nicht sein. Was soll das darstellen? Also was anderes als eine 12 sehe ich da drin jetzt nicht. Das ist eine 5. Das ist eine 1. Das ist eine 3. Und das ist irgendwas. Keine Ahnung. Ja. Kannst du wieder wegpacken. Danke. So, ja. Er hilft mir da auch nicht weiter. Können wir mit dem Schlüssel hier aufmachen. Kein Schloss. Ja, super. Ich
habe auch nichts gesehen, was irgendwie aufzusperren wäre. Gehen wir nochmal mal mit dir da rein. Können wir... Haltet die Klappe da. Am besten zerstöre ich hier drin nur das Allernötigste. Ja, okay. Alles, was grau ist, brauche ich eigentlich gar nicht zu testen. Da geht dann eh nichts mehr. Wo hat denn da irgendwas aufzusperren? Okay. Können wir damit die Klohäuschen hier aufsperren? Nee. Können wir... Hier, Loch im Boden. Steck da mal was rein. Er könnte in dieses Loch passen. Ja. Aha, schön. Und was nun? Das Ganze dient hoffentlich nicht nur der Erbauung. Ja, keine Ahnung. Können wir hier dran rumdrehen? Raios, Hesinde, Firun, Ingwall, Fex, Pereine, Ingerim, Raya, okay, Ondra, Effert, Travia, Buron. Okay, komm mal. Praios, der Götterfürst, erster unter den Göttern. Ach, das ist der erste unter den Göttern? Okay. Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles so kompliziert gemacht? Ja, keine Ahnung. Zu Ingerim beten die Schmiede. Mhm. Pereine segnet unsere Ernten. Mhm. Glück und List. Noch hat Fex mich nicht verlassen. Mhm. Die wandelbare Eidechse Ingwal, von manchen auch Zar genannt. Hm. Ist aber nicht nur eine Tante mit nackten Brüsten drauf. Der grimmige Firun. Hoffentlich hat Gwynling den Weg in deine Jagdgründe gefunden. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand. Ja, okay. Der Herr über das Totenreich. Nuri wirst du noch nicht bekommen, aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Ja. Travia. Treu, fürsorglich, verlässlich und ein bisschen langweilig. Aber das habe ich nicht gesagt. Der unberechenbare Meeresgott. Er wird es aber sehr wahrscheinlich gehört haben. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf gegen Nostria bei, meistens. Ja, oder auch nicht, je nachdem. So, können wir hier... Was geschieht jetzt? Keine Ahnung, ich klicke hier rum. Hey, das waren offensichtlich die falschen Symbole. Oder in der falschen Reihenfolge. Ja. Halt, Moment. Ich hab doch... Nee. Hä? Okay. Können jetzt natürlich hier ausprobieren. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Götter haben wir? 12, ne? Ja, okay. Und ich hatte doch eben diesen lustigen, genau, die Schrifttafel. Können wir die da drauf anwenden? Eos, hilft mir das hier irgendwie weiter? Ja, vielleicht. Kannst du nochmal reingucken? 5 kann ich nicht lesen, 1, 3. Toll. Wo fängt man dann an zu zählen? Obwohl, er hatte ja gesagt, also 5 irgendwas, 1, 3. 5 irgendwas, 1, 3. 5 irgendwas, 1, 3. 5 irgendwas, 1, 3. Preos wäre der Erste. Preos, der Götterfürst. Erster unter den Göttern. Okay, also würden wir sagen, als Erster ist er die Nummer 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann kann ich nicht lesen. Könnte halt 12 sein, dann wäre das, das? 5, 12, 1 und 1, 2, 3. Halt, stopp. Moment, da habe ich schon jetzt irgendwas vergessen. Nochmal. Ne, 5, 12, 1, 3. Passt doch. Moment, hat er jetzt alles hier wieder deaktiviert? Hm. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 12, 1, 1, 2, 3. Und jetzt können wir hier
drehen? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Oder müssen wir dann Hesinde noch anklicken? Nö. ja. Tja. Wenn man jetzt halt wüsste, wo eins ist. Tja. Wo fängt's denn dann da an? Oder muss ich in die andere Richtung gehen? Können wir auch mal probieren. Was war's? Eins, 1, 2, 3, 4, 5. 12. 1. Und, was war das letzte? 3. 1, 2, 3. Ah! Okay. Dann halt so rum. Gut, ja. Dann haben wir dieses Rätsel ja auch irgendwie gelöst. Keine Ahnung, halt in die andere Richtung. Aber mit der 1 lagen wir schon richtig. Okay, dann würde ich sagen, ich mache dann Schluss für diese Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mal gespannt, was uns da unten so erwartet. Bis dann.